Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Call of Duty Black Ops. Und wir sind hier wirklich gut am 28. oder 29. Oktober 1945. Ein paar alte Schiffe, wir sollen die letzten Reste der Deutschen hier vernichten. Scheinbar. Es ist hier relativ kalt, wir sind Viktor Reznov. Und ja, das kleinste Zahlen, ne? Formieren Sie sich bei Fahrzeug neu. Ach, das ist Schmarrer. Freue ich mich. Hallo. Der Held von Berlin ehrt uns durch seine Gegenwart. Sind Sie das Kämpfen nicht leid, Reznov? Solange Lüttich in Russland Feinde hat, erhöre ich Ihren Ruf. Vergessen Sie die Rivalitäten, Kravchenko. Reznov wird tun, was man ihm befiehlt. Wir sind wegen eines Deutschen hier. Wegen eines ganz bestimmten. Dr. Friedrich Steiner. Der Mann hat uns seine Unterstützung angeboten. Ihm darf nichts geschehen. Shoot. Missachten Sie den Befehl, sind Sie tot. Das sind die Russen. Eiskalt. Wie der Wodka. Hallo. Ja, und jetzt fahren wir jetzt rum. Ist doch schön. Das bemerkt doch keiner, dass wir hier mit solchen Fahrzeugen langfahren. Die irgendwie ziemlich modern aussehen, aber ich weiß nicht, ob es so etwas gab. Als die Besetzung begann, ließen er und sein Schuss und Kravchenko meine Männer und mich in der Unterzahl zurück. Sie versprachen uns Verstärkung. Aber es kam keine. Dragovic und Kravchenko sind Opportunisten, Manipulatoren. Man kann ihnen nicht trauen, Dimitri. Dimitri Petrenko war einer der mutigsten Männer, die ich je gekannt habe. Von der Belagerung Stalingrads bis zum Untergang Berlins war er an meiner Seite. Für die Wunden, die er erlitt, um uns den Sieg zu sichern, hätte er in Russland als Held begrüßt werden sollen. Aber Stalin hatte keine Verwendung für Helden. Dem Deutschen darf nichts geschehen! Wir brauchen Steiner lebend! Bewegung! Alle beide! Gehen wir! Es ist schön, Kravchenko, Dragovic, alle wichtigen. Ja, mein Freund. Für einen letzten Sieg. Jeden Winkel des Lagers absuchen. Nur Steiner muss verschont werden. Hurra! Wir haben die schönen alten Zweiten Weltkriegswaffen, die war aus Call of Duty 2, kein PSA, Mosin-Nagant und alles Sachen. Da geht gleich sogar der Sicherungskasten auf. Das ist ja wunderbar. Das ist. Ach guck mal, sogar die Uniformen sind gleich geblieben wie aus Call of Duty. Warum Faustkampf, wenn es auch Waffen gibt, ne? Und wir müssen den Doktor retten. Die MP40, die fand ich eigentlich immer am besten. Leute. Da will ich meine Prinzipien aus Call of Duty 2 doch beibehalten, Leute. Ach ja, ist das schön. Oh, kann ich mich decken? Gucken. Vielleicht decken ist da auch, aber. Ah ja, schön, die verzieht. Schön. Die verzieht so angenehm. Ist wie die neue AK. So. Erst tot. Eieieiei. Oh. Eieieiei. Kann man durch? Ich hoffe. Da muss man durch. Das kommt Petrenchenko, Malkitov, Bulenkov. Wodkakov. Hallo. Haben Sie schon mal versucht? Das dürfen Sie nicht. Ja. STG 44. Das ist natürlich auch eine schöne Waffe. Ach ja. Das erste Mal, dass MGs übrigens verwendet wurden, war auch im. Ersten Weltkrieg, meines Wissens, ne? Im zweiten dann richtig groß, massiv. Massiv. Okay, das ist der erste, weil ich überlebt, das war. Zu sehen.
muss jetzt irgendwie auf einen guten Moment warten, aber ich bezweifle, dass es sich ergibt. Panzerfaust. Das Panzerschreck. Stabgranate. Ach ja, so schön wie in Call of Duty 2. Ich finde mich gerade richtig schön zurückgeändert. Okay. Da brauche ich nur noch mehrere Kompassziele. Also ich fand bisher Call of Duty 2, ja, Call of Duty 4 natürlich auch, aber die beiden Teile sind auch die besten für mich aus der ganzen Call of Duty Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach ja, wie die Hühner auf der Stange mal wieder. Das bleibt auch gleich. Die Deutschen. Oh, sorry. Scheiße. Den habe ich getötet. Darf schon mal passieren. Ein Verwundeter hier, Dosenverwundete. Guck dich doch mal um. Oh. Na klasse. Okay. Die Kartoffel. Ja, das war effektiv. Ich glaube, da waren welche, ne? Du bist raus? Okay, ja, machen wir weiter mit denen, die nicht raus sind. Oh, Petretschenko, der wie er heißt. Warum? Kommst du nicht, du bist tot. Hallo. Vorsicht! Da könnte noch mehr versteckt sein. Zielkreuz. Mal kurz den Freund wieder ausschreiben. Oh, hört ihr das? Ich weiß nicht, wo hier die schnellen Straßen sind, aber irgendjemand rast hier gerade lang. Oh, ah, das ist nämlich jetzt die Bahnhofsmission. Uiuiui. Sorry. Ach, ich hab Blendgranaten. Gab's damals noch nicht. Wo die hätte man theoretisch mit Magnesium. Ich sag mal, theoretisch und praktisch machbar wären die wirklich, ich sag mal, problemlos gewesen. Eine Schnellzündung von Magnesium hätte man doch damals auch schon bekommen. Ja, das ist jetzt kacke. Ja, da muss man natürlich da hinten hin. Das ist natürlich. Oh. Ja, ach doch, nee, ist richtig. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich kann. Oi, gut oder schlecht? Okay. Ja, dann gehen wir ins Gebäude, ne? Hi. Ach, wir haben Rauchgranaten. Ach du Scheiße. MP40 oder was? MP40. Tatsächlich. Die meine war ganz wichtig. Nein, 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 nein. Weil bei mir heißt es ja immer der sichere Tod, wenn man beim MG ist. Deswegen sind die normal eigentlich gar nicht so gefährlich. Oh, ja, 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 ja. Das sah ich gerade nach. Du wagst einen Gegenangriff. Hoffe ich hier nicht. Okay. Da hatte ich keine Chance. Jetzt mal so realistisch gesehen. Ja. Vielleicht sollte ich wieder durchs Gebäude gehen. Ach ja, das ist jetzt aber. Das sehe ich nicht als großen Verlust an. Ja. Was? Okay, das war das MG, denke ich mal. Rauchgranate. Ich werfe die Rauchgranate durch die Tür. Ja, wo? Greifen an!
Bitte schon was? Jetzt werden Leute, die kommen immer näher oder was? Das ist wie in Dark Souls. Je öfter man stirbt, desto schwieriger wird das Spiel. Ich. Oh, muss ich nah ganz Zero, ne? Sehr schön. Oh, ja. Sehr schön. Er hat recht. Ich hab recht. Okay. Ah, von hier aus könnte ich die problemlos angreifen. Nachladen. Auf, klappt das? Bitte, bitte, bitte nicht mich töten. Peng. Da geht gleich der Sicherungskasten auf. War das genügend? Oh, Kacke. Wir wissen ja, wie gefährlich die sind. Okay, nachladen und ins Gebäude. Eieiei. Hier, bitte. Doch. Wer ist erledigt? Ich hab's nicht genau gehört. Kannst du das nochmal wiederholen? Oh, das ist der Angriff von hinten. Balkon klären. Da ist der Panzerfaust-Typ. Oh, jetzt tut mein Finger weh, aber das ist nicht so dramatisch. Wie heißt das Ding? Okay, einfach benutzen heißt das Teil. Okay. Auf der anderen Seite sind doch auch welche. Ui, 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 ui. Ah, klasse. Na, da freue ich mich. Jo. Ich denke mal, das könnte klappen. Ja, warum sollte ich mir die Mühe machen, ne? So. Langsames Vordringen, nein, eigentlich schnelles. Ich mach wieder den Blitzkrieg. Dimitri? Gdoschka. Wer hat wen im Visier? Wir müssen näher an Steiner ran. Er wird dort sein, wo sich alle Feiglinge verkriechen. Also hier. So weit wie möglich vom Schlachtfeld entfernt. Ja, ne. Also hier. Ob wir nach dieser Mission nur nach Hause können? Ich hoffe es, Dimitri. Ich hoffe es. Na da, 100 Meter. Ja, genau. Einer verwundet hier. Na, klasse. Keine Mörserangriffe vom Gegner, bitte. Kommen wir da weiter vorwärts? Ja. Und jetzt den Berg hochrennen. Denn sie wissen so nah, dass sie da nicht sehr anfangen können. Okay. Nee, ich gehe mal durch die Gebäude. Ich mag den Gebäudekampf. Da war ich mir. Ausnahmsweise, glücklicherweise. Eieieiei. Ich kann natürlich auch die STG 44 nutzen. Das ist natürlich auch gut. Aber ich dachte mir. Nostalgie ist besser. Ich kenne die Waffe. Ich weiß, wie die schießt. Weiß, wie die tötet. Oh, Gottes Willen. Aus dem Winkel können sie mich ja kaum treffen. Wenn du da so reinreizt, ist das aber sowas von dein sicherer Tod. Ach ja, es ist schön von dem Winkel. Können sie mich zwar treffen, aber wir können sie vernichten.
Okay. Und rein. So, ihr Bunker ist er doch. Hier in meinem Bunker im Rotlicht. So, sorry. Ich darf doch den Money nehmen, danke. Ja. Gut. Ah, freut mich. Hier ein Geschenk erstmal für euch. Man macht ja, bringt ja ein Geschenk mit bei der Begrüßung. Okay, gut. Ich freue mich. Doch. Nein. Mist. 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 Oh Gott. Oh Gott. Ich habe natürlich Kacksituation. Ich bin immer bereit, das weißt du doch. Das war jetzt ein Gegner-Fail. Aber so richtig. Der bringt jetzt auch nichts mehr. Oh, er ist nicht in der Bombe, scheinbar. Wen hat's erwischt? Mich? Nee, ihn. Okay, das verstehe ich natürlich. Das ergibt Sinn. Okay, was haben wir hier? Die Tür. Ja. Das war zu schnell. Ja! Wollt ihr mich verarschen? Da hätten sie auch wenigstens bitte schon mal auf dem Dach. Ganz ehrlich, auf dem Dach hätten sie einen Speicherpunkt machen können. Das, also, nee. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß ja, dass Call of Duty fucking beschissene Speicherpunkte setzt, aber. Da. Also, das war aber mehr als hier los. Dass man hier keinen Speicherpunkt setzt, was ich schon als, ja, ich sag mal, blöd ansehe. Aber wir haben ja die ganze, das ganze Dach hatten wir ja. Also das verstehe ich echt gar nicht. Hier, speichern, jetzt. Aber nö. So, wir dürfen ihn nicht erschießen. Steine. Ach, das ist Steine. Hallo. Zielen Sie nicht mit der Waffe auf mich, blöder Russe. Okay. Bringen Sie mich zu Dragovich. Als ich dem Deutschen in die Augen sah, sah ich, dass das Böse dort noch brannte. In diesem Moment sehnte ich mich danach, sein elendes Leben zu beenden. Aber ich war Soldat. Damals glaubte ich noch an Befehle. Reznov, bringen Sie Ihre Leute mit! Was ist hier denn so wichtig? General Dragovich will sich einen Namen machen. Er glaubt, dass in diesem Außenposten etwas ist, was für Russland von großem Wert ist. Dragovich und Steiner reden wie alte Freunde. Das gefällt mir nicht, Reznov. Mir auch nicht, Dimitri. Sei vorsichtig. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Warten den Zucker mit der Rot ab. Nein. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.